Die Firma Nash hat uns diesen Bissanzeiger zur Verfügung gestellt, damit wir einen Langzeittest machen. Ich hatte die Freude, den Nash Siren R4 fast die ganze Saison jetzt schon mit ans Wasser zu nehmen, um einen wirklich praxistauglichen Test und ein Fazit darüber zu machen. In diesem Video möchte ich alles erzählen, alle Erfahrungen, die ich bis jetzt in dieser Saison damit gemacht habe. Und am Ende des Videos werde ich dieses Set, was ich jetzt geangelt und eingestellt habe, an einen glücklichen Gewinner von euch verlosen. Wie ihr das Teil gewinnen könnt, werde ich am Ende des Videos verraten. Erstmal geht's zum Test. Zunächst mal habe ich in mein Fangbuch geschaut und geguckt, unter welchen Bedingungen ich überhaupt getestet habe und was dieser Bissanzeiger diese Saison überhaupt alles mitmachen musste. Mittlerweile hat das Teil 51 Nächte auf dem Buckel und ich glaube, so ziemlich jede denkbare Angelsituation erlebt, die man sich vorstellen kann. Ich habe recht früh angefangen im Jahr zu angeln, im März bei eisigen Temperaturen, wo noch Eis auf dem Wasser war. Ich habe natürlich jetzt mittlerweile auch den Sommer durchgeangelt, habe das Teil im Ausland mit dabei gehabt, in Kroatien, bin durch Österreich, habe an der Donau gefischt, Naturseen natürlich, an Baggerseen habe ich geangelt. Im Grunde fällt mir keine Angelsituation ein, in der ich diesen Bissanzeiger gerne noch testen würde. Ich glaube, ich kann mittlerweile ein sehr, sehr gutes Fazit zu dem Teil ziehen. Ende Mai hatte ich ein Zwischenfazit gezogen und gefragt, was wünscht ihr euch, unter welchen Situationen soll ich die Funktion des Siren R4 noch testen? Ihr hattet gesagt, teste doch mal die Sensibilitätseinstellung, diesen Bootsmodus. Ich habe mir dann tatsächlich auch eine Bootssession organisiert und habe zwei Nächte auf dem Kajütboot von einem Freund mitgeangelt und konnte da tatsächlich auch die Funktion ausreizen. Es gibt ja mehrere Sensibilitätsstufen und auch welche, die wirklich sehr großen Spielraum lassen bis zum ersten Piep des Bissanzeigers sozusagen. Das sind Modus 4 und 5. Ich glaube, bei Modus 4 hat man einen Blindraum sozusagen von 15 cm, wo der Swinger 15 cm hoch und runter wandern kann, ohne dass dieser Bissanzeiger überhaupt einen Piep von sich gibt. Und Modus 5 gibt dir sogar 30 cm nach oben und unten. Das ist genau der Modus, der zum Bootsangeln so wichtig ist, weil man natürlich schaukelt. Man hat Wellen und man bewegt sich auch mit dem Bug, wo das Pott hinten drauf steht. Und im Prinzip zieht sich damit die Schnur die ganze Zeit durch den Bissanzeiger und bewegt das Röllchen. Und man möchte nicht, dass es die ganze Zeit piept, sondern erst, wenn der Biss kommt. Ich kann jetzt Folgendes dazu sagen. Die Modi funktionieren so, wie sie sollen. Absolut. Ich habe tagsüber, wenn die Wellen etwas höher waren, habe ich den Modus 5 drin gehabt, weil da tatsächlich ein bisschen mehr Bewegung drin war. Und nachts, wenn der See ein bisschen sich beruhigt hatte, habe ich den Modus 4 gewählt, um dann auch schneller einfach eine Bisserkennung zu bekommen. Wir hatten tatsächlich Schwierigkeiten bei diesem Test, das Boot richtig festzumachen, mussten mehrmals nachankern und da kommt dann natürlich auch dieser Bissanzeiger an seine Grenzen. Und dann hatte ich die Situation, sobald der erste Piep kommt, also sobald die Schwelle überzogen ist und der erste Piep kommt, ist das Ding wieder 100% scharf. Und es dauert dann eine Weile tatsächlich, bis der Bissanzeiger sich zurück in den Bootsmodus stellt. Und da war es dann oftmals so, dass das Piepen nicht mehr aufgehört hat, weil er dann wieder runter ist und sofort wieder gepiept hat und nicht mehr diesen Freiraum gegeben hat. Da musste ich einmal quasi die Sensibilität durchklicken, wieder von Stufe 5 auf Stufe 1 gehen, auf Stufe 2, 3, 4, 5, bis er dann wieder in dem Bootsmodus war und sich sozusagen wieder in den Ruhemodus gesettet hat. Dann hatte ich wieder Ruhe. Aber wie gesagt, das waren extreme Bedingungen. Ich glaube, unter normalen Bootsangelbedingungen ist dieser Modus wirklich Gold wert und ich würde den als Bootsangler tatsächlich nicht missen wollen. Die nächste Situation, die dieser Bissanzeiger aushalten musste tatsächlich, war mein Kroatien-Trip in diesem Sommer. Es war ein zweiwöchiger Roadtrip, den ich mit einem Kumpel zusammen gemacht habe. Wir haben auch ein Video davon gedreht. Und Hardcore beschreibt es, glaube ich, ganz gut, weil einerseits sind wir extrem viel gemoved, wir waren viel unterwegs, haben oft das Auto gepackt,
und wieder entpackt. Ich benutze nicht diese Hüllen, diese Gummihüllen, die mitgeliefert werden. Das dauert mir dann immer zu lange. Das Ding bleibt auf dem Bankstick, wandert so ins Auto. Andere Sachen landen da auch mal drauf. So ein bisschen haben sich hier diese Snack-Ears, die hier oben drauf geschraubt sind, auch darunter verbogen. Aber sie sind nicht abgebrochen. Aber das war wirklich Hardcore. Und die nächste Hardcore-Bedingung waren im Prinzip diese Lehmböden, dieser ganz feine Sand, die diese Stauseen da oben haben. Der hat sich hier überall so ein bisschen reingesetzt. Der Bissanzeiger an sich ist funktionstüchtig geblieben, aber man sieht hier an der Außenhülle sozusagen, dass überall noch dieser Sand ist von Kroatien. Aber das macht ja auch so ein bisschen den Flair aus, dass so ein Teil einfach mit der Zeit einfach auch die Geschichte mitträgt. Also wie gesagt, der Funktion hat es keinen Abbruch getan. Die haben einige Stöße ausgehalten. Die haben einen unglaublichen Hagel ausgehalten, Gewitter, bei dem ich wirklich Angst um mein Leben hatte. Also ich muss sagen, dieser Kroatien-Trip, der hat auf jeden Fall die Hardware, also die Hülle von dem Teil, auf die Probe gestellt. Und auch da muss ich sagen, bestanden. Zusammenfassend würde ich sagen, sind meine Lieblingsfunktionen definitiv die Sensibilitätseinstellungen, die mich eigentlich alle möglichen Angelsituationen gut meistern lässt. Grundsätzlich lasse ich das Teil schon auf der maximalen Sensibilität, aber gerade beim Bootsangeln habe ich halt gemerkt, wie wichtig es ist, die auch runterzustellen oder beim Flussangeln zum Beispiel. Da kann man dann auch mal Stufe 2 oder 3 wählen. Dieses Positionslicht hier auf der Rückseite feiere ich persönlich unglaublich, weil man einfach kein Licht mehr an Land braucht. Und wenn man mal wirklich das GPS nicht dabei hat oder das Echolot nicht unbedingt anschmeißen will nachts, dann ist dieses Positionslicht Gold wert. Oder man hat vergessen zum Beispiel den Homespot einzuspeichern in seinem Echolot. Mit dem Licht kann man nachts, also wir haben es bis auf 350 Meter Weite getestet, sieht man super das Licht. Also das wirst du auch noch weiter sehen, bin ich mir ganz sicher. Natürlich bei klaren Sichtverhältnissen, wenn du nachts Nebel hast, dann nützt dieses Licht wahrscheinlich leider auch nichts. Ich konnte es nicht unter Nebelbedingungen testen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Was ich aber testen konnte, ist die unglaubliche Reichweite von diesen Bissanzeigern. Die übersteigen meine alten Bissanzeiger. Und das ist tatsächlich auch wichtig an den Seen hier, wo ich angel, an diesen großen Naturseen. Nicht unbedingt, weil ich 450 Meter wegsitze von meinen Routen, sondern auch einfach mal, weil man manchmal beim Auslegen ist und dann die Funke zum Beispiel im Boot hat und auch Bisse mitbekommt, wenn man gerade eine Route irgendwo auf 450 Meter Entfernung von seinem Camp gerade auslegt und dann schnell zurückfahren kann. Ob man den Fisch dann kriegt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber ich will zumindest wissen, was da abgeht, während ich irgendwo eine Route auslege oder Spots suche. Wie ich schon erwähnt hatte, ist das Teil auch auf seine Stoßfestigkeit ausgiebig getestet worden. Gerade der Kroatien-Trip hatte das, hatte es in sich, was das angeht. Ich habe nie diese Schutzhüllen drauf gehabt. Natürlich, hier und da kommt mal eine Macke zustande, aber das beeinträchtigt nicht die Funktion davon. Insofern, Stoßfestigkeit kann man auch einen Haken hintermachen. Mir fällt keine Angelsituation ein, in denen ich diesen Bissanzeiger nicht einsetzen könnte. Also Flexibilität kann man auch einen Haken hintermachen. Was man sich natürlich damit einkauft, ist, dass man hin und wieder schwierige Setup-Situationen, also Einstellungssituationen hat. Ein Bissanzeiger mit unglaublich vielen Einstellmöglichkeiten heißt auch, dass man da manchmal lange dran rumdrückt und sich nicht alle Kombinationen am Ende merken kann. Der Bissanzeiger, den stellt man ein über Tastenkombinationen. Es sind nur zwei Tasten drauf und manchmal muss man die linke Taste länger drücken, dann die rechte mehrmals, manchmal die rechte länger drücken, dann die linke mehrmals, manchmal nur die rechte halten, manchmal nur die linke halten. Also die Setup-Möglichkeiten sind unglaublich groß. Dadurch kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn man seinen Bissanzeiger oft verstellen muss. Ich habe die meisten Situationen mittlerweile drin, weil ich ja, wie gesagt,
Das Licht lasse ich zum Beispiel gleich. Ich verändere nur die Sensibilität. Und ich weiß, dass die Sensibilität über diesen Knopf, über längeres Drücken auf diesen Knopf einfach zu verstellen ist. Ich weiß, wie ich das Positionslicht anmache und das reicht mir dann am Ende schon. Wenn ich dann zu Hause tatsächlich mal von meinem weißen Licht, so wie sie jetzt eingestellt sind, auf grünes Licht oder rotes Licht wechseln will, dann gucke ich in die Bedienungsanleitung und kriege das dann auch gelöst. Aber darauf muss man sich einstellen, ein Bissanzeiger, der viel kann, kommt mitunter auch mit schwierigen Einstellmöglichkeiten daher. Ich habe mir natürlich auch die Wasserfestigkeit angeguckt. Das ist ja ein wichtiges Thema für alle. Ich muss zugeben, ich habe ihn nicht in ein Wasserglas geworfen, um zu testen, ob der Bissanzeiger unter Wasser noch funktioniert. Ich habe ihn unter allen denkbaren normalen Angelsituationen getestet. Wie gesagt, Platzregen war dabei, Hagel war dabei. Solche Situationen hat der Bissanzeiger ganz normal gemeistert, funktioniert dabei und danach so wie vorher. Also insofern kann man da auch einen Haken hintermachen. Der letzte Punkt, hinter den ich definitiv einen Haken machen möchte, ist die Batterielaufzeit. Ich musste einmal eine Batterie von einem Bissanzeiger während dieses Tests wechseln, aber das auch nur, weil ich das Teil 3 Wochen angeschaltet in meinem Auto liegen lassen habe. Ansonsten musste ich weder den Receiver laden, denn den lädt man über USB, noch bei den anderen beiden Bissanzeigern die Batterie wechseln. Das heißt, 51 Nächte bis jetzt locker. Bis jetzt ist auch noch keine Warnung über den Receiver gekommen, denn der soll automatisch normalerweise einen Warnton abgeben, sobald die Spannung bei den Teilen fällt. Und wenn die dann tatsächlich mal fällt, dann schraube ich den hier hinten auf und kann den mit einer normalen AAA-Batterie bzw. mit 2 von denen wieder refreshen. Also das sollte auch kein Problem sein, aber bis jetzt halten die Batterien und das ist doch schon eine ganze Weile, gerade auch für den Receiver. Das ist bei anderen Geräten definitiv anders. Und damit kommen wir auch schon zu meinen persönlichen Highlights dieses Bissanzeigers. Es ist ja schon so ein bisschen durchgeklungen. Batterielaufzeit ist unglaublich lang. War ich begeistert von. Die Funktion der Sensibilitätseinstellung gibt einem unglaublich viele Möglichkeiten. Dieses Backlight, ich möchte es nicht mehr missen. Und was man jetzt hier nicht sieht, die Swinger-Tags, die unglaublich robust sind und die einfach nicht abbrechen können aufgrund ihrer Form. Die sind so gebaut, dass sie einfach keine Sollbruchstelle haben, keinen schmalen Hals, wie es bei anderen Swinger-Tags der Fall ist. Bei dem wurde mitgedacht, gefällt mir persönlich sehr gut. Dieser Bissanzeiger hat natürlich auch Sachen, wo ich sagen würde, da kann man noch mal gucken, ob man da nacharbeiten kann. Das ist zum Beispiel dieser Stöpsel, wo der Stromanschluss von Swingern oder wo die Hänger auch eingeklinkt werden. Manchmal rutscht dieses Gummi hier raus. Eventuell kann man das noch ein bisschen rausrutschsicherer gestalten. Ton ist auch eine Sache. Es gibt Leute, die mögen den Ton absolut nicht. Vielleicht hätte man da noch, um ein breiteres Publikum abzudecken, sagen können, wir bauen da verschiedene Tonhöhen ein, dass man die noch ändern kann. Man kann die Tonhöhe geringfügig ändern, aber es bleibt der originale Nash Siren Sound. Vielleicht soll es auch so sein, aber es gibt Leute, die mögen halt einfach einen dumpfen, tiefen Ton und die hätte man damit definitiv dann auch noch abgedeckt. Mit diesem Bissanzeiger kauft man sich definitiv alle denkbaren Situationen ein, braucht sich keine Sorgen mehr machen, dass man irgendwann mal vor einer Situation steht, in der das Angeln dann letztendlich am Bissanzeiger scheitert. Das lässt sich Nash auch bezahlen, aber die Firma hat nicht umsonst auch den R2 und R3 im Angebot, die vielleicht preislich etwas günstiger sind, wo man dann auf die eine oder andere Funktion verzichten muss. Und wer sich alle Situationen einkaufen möchte, der darf sich gerne den R4 holen, muss es aber nicht. Und jetzt werde ich mich von diesem Bissanzeiger und dem dritten natürlich auch und dem Receiver, das komplette Paket, werde ich mich trennen. Die Bissanzeiger aus diesem Test werden verlost. Ich habe mir bereits ein neues Set organisiert, weil ich diese Bissanzeiger selber auch erstmal weiterfischen möchte. Aber die werden jetzt an einen glücklichen
Gewinner oder eine Gewinnerin da draußen verlost. Den Modus von dem Gewinnspiel, den kennt ihr wahrscheinlich. Ihr sollt dieses Video einmal liken und schreibt doch bitte mal in die Kommentare, was euch an diesem Test gefallen hat und was euch an diesem Test eventuell noch gefehlt hat. Und wir werden einen Gewinner ziehen. Das Datum blende ich jetzt hier ein, an dem wir den Gewinner ziehen, und werden unter diesem Video auch den oder die Gewinnerin verkünden und dann das komplette Set, so wie es hier ist, so wie ich es eingestellt habe, verlosen. Ich freue mich sehr darauf. Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dieser Test hat euch Spaß gemacht, euch weitergebracht in der Entscheidung, welchen Bissanzeiger ihr euch kaufen wollt. Macht's gut, bis bald.